Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir wollten in der letzten Folge eigentlich eine Runde um den See laufen. Ich bin aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob das was bringt, nachdem wir da bei dem Versuch, dies zu tun, gestorben sind. Zum wiederholten Male. Lass es jetzt einfach mal sein. Stattdessen gehen wir einfach weiter, setzen unseren... Oh, das ist ja ein Zufall, dass der hier liegt. Setzen unseren Weg fort und wir haben noch kein Foto von einem Krogfächer gemacht. Von daher ist das an dieser Stelle erledigt. Ja, was ich gerade nochmal machen möchte, ist hier mal ganz kurz scannen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die lieben Boys and Girls von Nintendo hier irgendwo eine Truhe versteckt haben. So, schön im Wasser. Oder ist das Wasser zu tief dafür? So, dass man gar nicht rankäme. Ich habe mich wohl geirrt. Keine Truhe zu sehen. Na fein. Okay, dann setzen wir unseren Weg fort. Wie gesagt, wir versuchen, den Schrein zu erreichen, den wir in der letzten Folge, in der wirklich sehr viel passiert ist. Also, wir hatten ja vor ein paar Parts diese eine Folge, wo wir zum Damansee, oder Damiansee, ich weiß gar nicht, Daman hieß der, glaube ich. So stand es zumindest in der Folge. Wo wir da hingefahren geflogen, ja, kann man schon so sagen, sind und wo nicht wirklich viel passiert ist. Aber dafür ist in der letzten Folge umso mehr passiert, ne? Das muss man ja mal sagen. Also wir haben Hinox... Ich habe Angst. Wir haben einen Hinox getroffen, sagen wir es mal so. Haben mit diesem gekämpft und diesen auch besiegt. Dann sind wir weitergegangen, haben den sehr, sehr interessanten Kilton getroffen und den Schrein gemacht hier oben. Und dann sind wir noch gestorben. Aufgrund eines Skelettes. Oh nö. Auch nicht die Wölfe, ey. Die sind so... Die sind so nervig. Weil eigentlich will man denen ja gar nicht wehtun. Aber eigentlich doch. Nee, eigentlich will man denen nicht wehtun. Aber sie greifen einen halt an, wenn man es nicht tut. Also muss man sie halt kloppen, bevor sie einen kloppen. Das ist nun mal leider so. Sorry dafür, liebe Wölfe. Sehr interessantes Gebirge, wo wir gerade sind. So, ich würde jetzt mal in die Richtung gehen, oder? Wir wollen ja hier hin. Von daher ist das der richtige Weg. Aber hier ist ein Exalfoss. Ja, den müssen wir uns wohl stellen. So, einen neuen Bogen brauchen wir auch gleich mal. Ah. Das ist ein Feuerexalfoss. Das heißt, wenn ich hier mit dem Eisschwert agiere, hat er eigentlich keine Chance. Ja. Und das war's auch schon. Dankeschön. Trio Exalbumerang, Stärke 36. Ausgestattet mit 3 Klingen kann dieses Schwert auch als Bumerang verwendet werden. Vor allem die gefürchteten schwarzen Exalfoss setzen diese Waffe ein. Haben wir noch nie gesehen, so ein Teil. Ich mache gerade mal ein Foto davon. Ah, ist jetzt natürlich in dem hohen Gras hier doof. So, einmal kurz gemäht. Schon kann man es besser erkennen. Sehr schön. Wundervolles Bild. Und ich würde sagen, den nehmen wir auch mit, weil ich glaube, es ist eine Einhandwaffe. So, was ist denn die schwächste Zweihandwaffe, die wir haben? Das ist zum einen das Eisschwert und es ist zum anderen hier die Wächteraxt. Ich werfe mal das Langschwert weg. Das ist nämlich nicht so stark, hat auch keine besondere... Genau, das ist ein Einhandgerät. Hat auch keine besondere Beschaffenheit. Und, ja. Weißt du, weil die 30er, die wir haben, das ist einmal eine Waffe, die gut ist gegen so Wächtermaschinen. Und das andere ist ein Eisschwert und wir haben ja gerade gesehen, wie mächtig das sein kann. Also von daher, das ist meine Entscheidung. So, Stahl-Exalschild, Stärke 35. Ein Exalschild aus mehreren Metallschichten. Es bietet sehr guten Schutz, ist aber so schwer, dass nur die wenigsten damit umgehen können. Naja, wir können das natürlich, denn wir haben ja Link. So, davon machen wir auch ein Foto. Stärke 35? Ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob das Wächterschild... Das Wächterschild könnte nochmal sinnvoll werden, vielleicht.
Vielleicht ist das ja doch zu was zu gebrauchen. Also. Was war denn das jetzt gerade? Also nehmen wir doch erstmal das andere. So, nehmen wir mal einen Eispfeil für den nächsten Exalfoss. Zack, ist er weg. Und da war noch ein dritter. Zack, ist er weg. Die sind nämlich alle aus Feuer geschnitzt. Und damit am Arsch. So, das haben wir schon mal gesehen. Das nehmen wir mit. Und was liegt hier drüben noch bei dem Kollegen? Nicht viel. Hat er keine Waffe gehabt? Offensichtlich nicht, scheinbar. Interessant. Kann ich mir kaum vorstellen, aber scheint so zu sein. Na gut, wir gehen jetzt mal einfach diesen Weg weiter, auch wenn es wahrscheinlich keine gute Idee ist. Denn wenn das Spiel einem so offensichtlich einen Weg vorgibt, dann ist es meistens eine Falle. Denn man kann dann halt nicht so leicht Gegnern ausweichen wie sonst. Mist. Von dem Vogel schon mal ein Bild gemacht? Ja. Gut, aber der Exalfoss scheint ein bisschen doof zu sein. Vielleicht können wir den sogar umgehen. Ja, geht sogar. Den können wir sogar geflissentlich ignorieren. Der frisst da in Ruhe sein, was auch immer. Dann können wir hier dran einfach vorbeisneaken. So, noch der Exalfoss. Sieht so aus, als könnten wir ihn auskippen. Oh, oh. Da hinten ist schon wieder etwas, was mir gar nicht gefällt. Wieder ein Leune. Wir haben ja schon vor kurzem einen gesehen. Da sind wir ganz gut aus der Affäre gekommen. Ich versuche jetzt einfach mal, ich speichere jetzt einfach mal und wir versuchen einfach mal da durchzukommen. Anlegen werde ich mich mit dem Vieh auf jeden Fall nicht. Denn Leunen sind ein anderes Kaliber. Ja. Also da möchte ich mich wirklich nicht mit dem anlegen. So, auch der Exalfoss frisst seine Käfer oder was auch immer. Das ist okay. Und er fragt sich gerade, was da hinten Süßes rumläuft. Und ich habe gehört, solange man ihnen nicht zu nahe kommt und keine Waffe zückt, ist alles easy. Also machen wir es einfach mal. Keine Waffe zücken. Und nicht zu nahe kommen. Und noch hat er uns ja auch gar nicht entdeckt. Oh, jetzt wird's rot. Aber wenn wir uns hier ducken und im Gras verstecken, dann erkennt er uns hoffentlich nicht mehr. Oh, oh. Ja, sehr gut. Sehr gut. Jo, okay. Und wir sind ihm egal. Zu weit weg interessiert ihn nicht mehr. Sehr schön. Denn, wie gesagt, mit dem möchte ich mich jetzt hier echt nicht anlegen. Denn Leunen, wir werden noch gegen einen kämpfen, keine Sorge, das werde ich euch nicht entgehen, aber oder entgehen lassen. Aber das möchte ich jetzt wirklich nicht machen und wir speichern jetzt auch, dass wir an ihm vorbeigekommen sind. Wir sind jetzt wohl im inneren Akalla. Da ist noch einer! Was? Wollt ihr mich verarschen? Da ist doch noch einer, oder? Es gibt's doch nicht. Blauer Leune. Schönes Bild. Oh, wunderschönes Bild. Perfekt für ein Postermotiv. Aber, nö. Warum sind hier zwei direkt nebeneinander? Was ist denn hier los? Ein wenig übertrieben, oder? Also, ich sag's euch ganz ehrlich, ich habe mega Respekt vor den Viechern. Es gibt in diesem Spiel einige, ja, Gegnersorten, die einen richtig das Fürchten lehren. Und diese Leunen sind auf jeden Fall dabei. Das muss man so sagen. Großartig. Da hinten ist der Schrein. Na gut, dann gehen wir halt außen rum. Da drüben ist der Turm, oder? Ja. Das ist der Turm, den wir schon markiert haben. Das ist der Turm dieser Region der Karte. Ja, wir haben keine Kapazität mehr auf der Kamera. Dann ist das halt so. Ja. Was soll ich sagen? Also die Leunen sind auf jeden Fall eine der stärksten Gegner im ganzen Spiel. Von daher möchte ich die erste Begegnung mit ihnen jetzt nicht hier so zwischen Tür und Angel haben.
Da sollten wir uns schon ein bisschen vorbereiten. Ich hoffe, ihr versteht das. Warum schickt mir... Es gibt so Kollegen, wenn die einem YouTube-Links schicken, dann weißt du einfach, was abgeht. So, antike Feder. Die nehmen wir glatt mal mit. So, wo war der Schrein? Da vorne ist der Stall, da müsste hier auch irgendwo der Schrein sein. Hübsches Gebiet hier mit den ganzen Bäumchen und so. Das Einzige, da hinten ist noch der Todesberg. Das Einzige, was ich halt nicht so hübsch finde, sind diese ganzen Leunen, die sich hier tummeln. Das waren jetzt 2 Stück innerhalb kürzester Zeit. Das gefällt mir nicht. Ich hoffe, das war es jetzt erstmal, was diese Leunengeschichte angeht. Ja, dann können wir jetzt eigentlich diesen Schrein hier machen. Und dann den Turm in Angriff nehmen, ne? Der ist ja jetzt hier schon schön im Sichtfeld. Malerische Hügel bis dahin. Ist echt schön hier, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Finde ich richtig hübsch. Marmor K. Ach, das war der Marmorkuchen, den wir als Pferd hatten. Gut, der hat mich jetzt logischerweise nicht gehört. Aber das macht nichts. Stall von Ostakala. Schön. Reden wir doch mal mit den Leuten, bevor wir den Schrein aktivieren. Ah ja. Guten Morgen. Ach. Was los? Die blaue Flamme. Verzeihung. Seit ich geheiratet habe und hierher gezogen bin, langweile ich mich furchtbar. Das Interessanteste ist noch, der blauen Flamme in der Laterne beim Brennen zuzusehen. Aber seit einiger Zeit ist der Direktor des Akala-Instituts... Entschuldigung. Aber seit einiger Zeit hat der Direktor des Akala-Instituts sie nicht mehr angezündet. Akala-Institut? Davon haben wir doch schon mal was gehört. Ja. Früher hat der Direktor diese Laterne mit einer blauen Flamme entzündet. Irgendein Experiment. Aber jetzt ist er schon alt und geht wohl nicht mehr so viel nach draußen, wie es aussieht. Tja. Das Akala-Institut liegt übrigens gleich an diesem Pfad. Es ist in einem umgebauten Leuchtturm. Man kann es also gar nicht verfehlen. Dann müssen wir eigentlich erst das machen, ne? Bevor wir den Turm... Das ist genau die andere Richtung jetzt natürlich. Das ist wieder typisch. Ja, dann machen wir das. Alles in Ordnung. Holm, so hieß mal ein Lehrer von mir. Guten Tag. Aber ich rede jetzt so wie der. Mann, das ist jetzt ein Insider, den nur ehemalige Schulkameraden verstehen. Und ich glaube nicht, dass einer von denen mal hier reinschaut. Egal. Ich bin Holm und ich laufe hier Patrouille. Ja, hier ist es ganz schön gefährlich geworden. Ja, das stimmt. Oh ja, natürlich. Es gibt da eine verdächtige Gestalt namens Kilthorn, ja. Er zieht nachts seine Karren durch die Gegend, von dem aus er seinen sogenannten Monsterladen betreibt. Sein unheimliches Aussehen macht die Leute ziemlich nervös. Kennst du diesen Kilthorn? Mehr oder weniger. Du hast davon gehört? Jedenfalls, wenn du eine verdächtige Gestalt siehst, sag mir bitte genau, wie sie aussieht. Erstatte mir bitte Bericht, falls du Kilthorn triffst. Hallo. Brauchst du Informationen über Kilthorn? Nö, kein Bedarf. Ah, okay. So, was ist jetzt hier die Quest? Wir haben jetzt eine Quest bekommen. Wenn du jemanden triffst, auf den die Beschreibung passt, sollst du das Aussehen der Person für Holm festhalten. Hä, wir haben ihn doch schon mal getroffen. Wieso können wir ihm das jetzt nicht direkt mitteilen? Hallo, brauchst du Informationen? Er soll bei dem Dorf der Ruhe. Na. Tja. Wir hätten ihm ja was sagen können, aber Link hat offensichtlich keinen Bock. Hi, Savak. Hey, Junge. Du nimmst es mir doch nicht übel, wenn ich dich so nenne, oder? Für mich muss ein Voi einfach ein paar Jahre älter sein. Voi sieht man bei mir zu Hause ja nicht gerade oft. Daher fallen mir die Voi unter den Reisenden besonders auf. Und sie sind alle so unterschiedlich. Jung, alt, mit Federn, ohne Federn. Ich sehe sie mir alle ganz genau an. Bestimmt halten die mich alle für seltsam. Naja, irgendwann finde ich den Voi für mich. Den packe ich dann und werfe ihn mir über die Schulter und... War nur ein Scherz, Junge. Jetzt sieh mich doch nicht so an, als wäre ich verrückt. Ja, bist du nicht. Hi, aber du bist verrückt, oder? Nö, sieht eigentlich dann doch normal aus, als ich jetzt dachte. Reinspaziert. Sei willkommen im Stall von Ost-Orkala, dem Stall im östlichsten Teil der Welt. Übrigens, außen knackig, innen weich. Ein Bissen und du strotzt nur so von Kraft.
Du solltest unbedingt mal ein Ostakala-Kloß, die Spezialität unseres Stalles, versuchen. Okay, warum nicht? Vielen Dank. Allerdings werden Ostakala-Klöße schnell schlecht, wenn wir nur die frischesten Zutaten verwenden. Du musst ihn also gleich hier essen, wenn das in Ordnung ist. Ja, gut. Vielen Dank. Das macht dann 10 Rubine. Danke für deinen Einkauf. Dann Augen zu, Mund auf, ganz weit auf. So, schön kauen. Und runter. Und? Lecker, oder? Merkwürdig. Du strotzt gar nicht vor Kraft. Bäre uns bald wieder. Arschloch. Entschuldigung. Wir gucken jetzt erstmal hier kurz rein. Gibt's hier noch irgendwen? Hier liegt wieder ein Buch. Das ist allerdings alles extra Kram. So, was ist das? Weizen, Fleisch, Salz. Wir testen es einfach gleich mal aus. Hier ist doch irgendwo ein Feuer, ne? Ja. Also, was war's? Weizen, Fleisch und Salz. Was ist das? Wildreis. Leicht geschmortes Wild auf Reis. Ein Klassiker. Schön. Hallo. Guten Tag. Dich habe ich ja hier noch nie gesehen. Ich muss sagen, dein Geschmack bei der Wahl deiner Reiseziele ist schon etwas merkwürdig. Wer bist denn du? Oh, ich habe mich gar nicht vorgestellt. Tja, ich bin Nobo. Ich war schon überall, aber in Akala gefällt es mir am besten. Deswegen kenne ich mich hier auch ganz gut aus. Wolltest du irgendwas wissen? Erzähl mir mal von hier. Mal überlegen. Westlich des Stalls liegt eine heilige Quelle, die Quelle der Kraft. Der Legende heißt es, bringe der Quelle der Kraft das heilige Fragment da. Vielleicht war das Teil eines Rituals, das die Prinzessin von Schloss Hyrule dort durchgeführt hat? Möchtest du etwas fragen? Was ist denn weiter weg so? Nördlich von hier ist so eine Art Leuchtturm. Als ich dort war, war niemand zu Hause. Möchtest du sonst noch was wissen? Nö, ehrlich gesagt nicht. Tschüss. Okay, alles klar. Quelle der Kraft. Interessant. Westlich, hat sie gesagt, ne? Oder? Westlich? Ich glaube westlich. Wir können ja einfach mal nachschauen. Es gibt westlich vom Stall. Bringe der Quelle der Kraft das heilige Fragment da. Worum könnte es sich bei dem heiligen Fragment wohl handeln? Also, wir sind hier und müssen dann wohl so nach hier. Irgendwie. Das können wir ja mal gucken. So, Folge ist eigentlich schon um. Wir machen heute mal eine etwas längere, wenn ihr nichts dagegen habt. Ich denke mal nicht. Warum solltet ihr? Und machen noch den Kartosa-Schrein. Den hauen wir jetzt. Den pack ich euch noch oben drauf. Auf geht's. Den machen wir jetzt noch. Anwendungstipps für Waffen, während ihr die euch durchlest. Trinke ich kurz was, ganz heimlich, ohne es euch zu verraten, damit ihr nichts davon mitkriegt. Da sind wir auch schon im Schrein. Mal schauen, was heute für eine Prüfung auf uns wartet. Oh Gott, ich habe Angst. Willkommen Pilger, mein Name ist Kartosa. Im Namen der Göttin Heilia sollst du geprüft werden. Kartosas Apparatur. Das ist das Minispiel, oder das ist der Schrein, der von den Spielern von Breath of the Wild, soweit ich das mitbekommen habe, am meisten gehatet wurde. Denn es ist Bewegungssteuerung, die hier zum Tragen kommt. Und Bewegungssteuerung mögen nicht alle. Wo ist die Kugel jetzt hin? Ach Mist. Okay, die Kugel verschwindet also. So, also wir müssen das Ganze mit Bewegungssteuerung lenken. Das war zu schnell, oder? Ja. Okay, da hinten ist auch keine Sicherung. Komm, das klappt jetzt, oder? Jo, passt. Sehr schön. Also, wie gesagt, das war der Schrein, der von der Fangemeinde des Spiels am meisten, sag ich mal, Kritik bekommen hat. Okay, das war jetzt Full Risiko. Weil halt einfach Bewegungssteuerung. Gibt's hier schon... Warte mal. Ach, bin ich dämlich. Das zählt nicht als Tod übrigens.
Da braucht ihr jetzt gar nicht ha-ha-ha-ha-ha-ha in die Kommentare schreiben. Hier gibt's irgendwo eine Kiste, meine Freunde. Glaube ich. Aber wo? Bestimmt hier irgendwo in der Mitte, oder? Ich weiß zwar nicht wo, aber eigentlich kann es ja gar nicht anders sein. Ich glaube, ich weiß wo. Nicht hier irgendwie am Hammer? Ich hätte gedacht, man müsste den Hammer in einer gewissen Art und Weise... Ach nee, da hinten geht es noch weiter. Guck mal. Wow, okay. Alles gut. So, das heißt, wir machen jetzt noch nicht das hier. Das ist ja fies, ne? Wenn du zu schnell bist, denkst du dir jetzt vielleicht, oh cool, alles geschafft, Diggi. Geil. Dabei stimmt... Aha. Okay, jetzt kommt die Skill-Variante. Ja, super gemacht. Also das muss man auf jeden Fall so machen. Bitte noch einen neuen Ball. Hallo, neuer Ball bitte. Hab ich schon mal gesagt, dass dieses Minispiel nicht so sehr gemocht wurde. Oh, das ist ein Krampf, ey. Ja, na klar. Komm, das klappt, oder? Ja, das klappt. Sehr schön. Kann man fast schon als First Try verbuchen. Denn es war immerhin der erste Try, bei dem wir so weit gekommen sind. So, jetzt können wir hier auch zur Kiste. Sehr schön. Haben wir das hier auch geschafft. So, einmal hinjumpen. Eisgroßschwert. Haben wir irgendwoher schon, ne? Na gut, können wir da ein frisches mitnehmen. Das schadet ja auch nicht. Ich meine, das andere haben wir jetzt auch schon busy benutzt. Natürlich versuchen wir jetzt, so schnell wie möglich zurückzukommen. Okay. Boah, keine Sekunde später hätten wir loslaufen dürfen. Oder kein Zehntel Sekunde. So, wir haben alle Kisten bekommen. Sehr schön. Das heißt, jetzt können wir den Schrein abschließen. Ja, war so eine kleine Intro-Sequenz, was diese Apparaturen angeht. Davon werden, ich weiß nicht, ob es eine Intro-Sequenz war, weil das Spiel kann ja, glaube ich, bei diesem Zeitpunkt gar nicht wissen, ob wir hier am Anfang oder erst später hinkommen. Von daher weiß ich gar nicht. Aber es werden noch mehr solcher Schreine kommen. Natürlich wiederholen sich die Schreine ab und zu. Und auch von diesen Apparaturen gibt es ein paar. Aber man hat, glaube ich, schon ein bisschen darauf geachtet, dass es nicht zu viele gibt. Denn das wäre ja auch doof. So. Zeichen der Bewährung. Und 7 Stück haben wir schon. Herzen werden wieder aufgefüllt. Und die Göttin Hylia möchte uns hoffentlich beistehen. Ich weiß nicht, ob sie das möchte. Fragen wir sie doch einfach mal. Aber erst in der nächsten Folge von The Legend of Zelda Breath of the Wild. Wir beenden an dieser Stelle die Folge. Ich sag schon mal danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Und dann bis zum nächsten Mal. Dann gehen wir wahrscheinlich zum Akala-Institut. Und was ist das für ein schöner Bildschirm, um die Folge zu beenden? Wunderschön. Oh, ich mag Akala jetzt schon. Gebe ich dem Mädchen am Feuer recht. Also, tschüss. Bis zum nächsten Mal.